Ich würde sagen, wir machen lieber mal was, ein Zweihand-Dingsbums, Zweihand-Schwör. So, Kriegerhaltung, richtige Angriffe mit zwei Verbrauchen. Was ist das? Angriffe mit Ziel, zwei Händen haben eine Chance. Aha. Kriegerhaltung klingt gut. Klingt gut, aber ich kann es nicht einsetzen. So. Ah, genau, wir wollten zurück zu Weißlauf. Weißlauf, Weißlauf, wo ist Weißlauf? Ah, hier. Und jetzt muss ich A drücken. Schnell nach hier. So, wir reisen zurück und übergeben. Oder beziehungsweise holen das Kopfgeld ab. Wir haben ja den Banditen erledigt. Und das ganz ohne Hilfe von Lydia. Die Gute. Ich hoffe, sie steht noch dort und wartet auf mich. Hoffentlich ist sie nicht durchgebrannt mit irgendeinem Wachen oder so. Denn sie gehört mir. Ich habe ja nicht umsonst sie verschont. Oh yeah, Baby! I'm back! Ich hoffe jetzt bloß. Ey! Wollt ihr mich Hier verarschen? wird nicht rumgetrödelt. Was? Ey, die wollen mich verarschen? Ah, geht doch. Ich dachte schon, sie haben mir den Weg zur Drachenfeste versperrt. Immerhin habe ich einen Drachen für die getötet, Alter. Das sollten wir ein bisschen dankbar sein. Am besten wäre noch so eine Lydia. Sturmmäntel, kaiserliche Drachen. Mir ist es egal, wen ich umlege. Lasst sie nur kommen. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Von Festung, ich bin. Ja. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst Ich erwiesen. weiß, wie immer. Hier ist eure Belohnung. 100? 100? Ey, das gibt's nicht, ey. Genießt euren Besuch in Drachenfest. Die Stadtgeschichte und so, das können wir alles uns. Oh, scheiße, das sollte ich vielleicht nicht tun. Das können wir uns alles anhören, wenn wir. Ja, wenn wir. Ja, was soll ich sagen? Wenn wir. Wenn wir so ein bisschen ein paar Sachen erledigt haben. Die meisten dort in Himmelsrand glaubten, die Drachen wären nur eine Legende. Bis jetzt. Denn ich habe einen getötet und vor einem bin ich abgehauen. Schade, dass ich kein Pokéball dabei habe. So, jetzt können wir unsere Lydia besuchen. Macht Platz für den Helden. Ich habe ganz alleine Banditen erledigt. So, ich hoffe, der Laden ist jetzt auf. Fühlt ihr euch krank? Was? Was? Wie? Wieso? Wieso glaubt jeder, dass ich krank bin, Alter? Was Keinen Ärger, Khajiit. Khajiit, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du nicht so mit mir reden, kleiner Bursche. Ja, Halle der Toten. Ich bin noch nicht bereit für die Halle des Toten. Der Toten. Ich will noch leben. So, wo ist jetzt, wo habe ich Lydia abgesetzt? Ja, Lydia, ich bin wieder da. Ich hab's überlebt und ich weiß, du bist froh, mich zu sehen. Falls du noch da bist. Da steht sie. Hi. Aber als erstes werde ich mal hier vorbeigehen und versuchen, ob ich da was verkaufen kann. Ich habe hier einig. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Klingenhelme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Ja, so halt die ziemlich Klappe. Alles, was ihr braucht. Hey, Moment. Nein, 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 ich wollte Geld sparen für meine zukünftige Wohnung. Und daran werde ich jetzt festhalten müssen. Gewetztes, ja, komm, verkaufen wir, verkaufen wir, verkaufen wir. Oh, natürlich, ich habe vergessen. War klar. Pilzschild verkaufen wir natürlich. Und das. Ich weiß nicht.
behalten wir. So, irgendwo habe ich doch noch... Komisch, dass ich nicht mehr Sachen dabei habe. Vergesst nicht, aus Gründen rein, Lydia, falls ihr etwas braucht. Wir brechen auf. Was? Ich möchte Dinge tauschen mit dir. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Und das hast du sehr gut gemacht, Süße. Aber jetzt gib's wieder her. Oh, warte! Ich bin ja nett, ne? Ich werde dir... Hier, das kannst du haben. Oder willst du vielleicht, eine geheiligte Kriegsaxthammer? So, und vielleicht hilft dir das. Hä? Habe ich dir das nicht gegeben? Ach so. So, ich muss hier X drücken und geben. So, ich möchte das natürlich anziehen. Ich warte dann hier. Ja, warte hier. Ich werde kurz diese Sachen verticken hier. Kennt ihr meinen Vater? Die besten Waffen. Oh und nein, Rüstung. Ich kenne deinen Vater nicht, aber ich habe hier noch was für dich zu verkaufen. Stahlkriegshammer, nimm es. So. Dann gehe ich mal. Objekte, was wollte ich? Genau, ich wollte irgendwas anziehen. Nämlich diese... Genau. Und das anziehen natürlich. Ja, genau, das war's. Was wollt ihr, Khajiit? Bist du eigentlich bekloppt, Alter? Wo bist du, Lydia? Lydia, wo habe ich dich hingestellt? Braucht ihr eine Klinge? Dann sprecht mit Seid Adrian ihr bereit aufzubauen? Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Baby, dein Leben soll erhalten Immer werden. Immer schön den Himmel im Auge behalten, Reisender. Meine Fresse, was will das der Typ eigentlich von mir? Was ist denn das? Ist der bekloppt? Ich soll so weit laufen? So weit laufen soll ich? Bin immer noch da, wie ihr wünscht, Tane. Hey, du sollst doch warten. Ich mache mir Sorgen um die anderen Siedlungen im Fürstentum. Die sind ungeschützt und kaum bewacht. Ein ideales Ziel für diese verdammten Drachen. Gut, sie wartet. Also, gut, dann werden wir mal schauen, was wir sonst noch hier haben. Erkunde und Berge Eisen 2 hinter des Entziehens. Finde die Energiequelle. Sprich mit dem Anführer der Gefährten. Begib dich zur Akademie. Ich denke, 2 Ziele reichen für den Beginn. Ich werde mir mal diesen Eisen-Zweihänder besorgen. Denn vielleicht ist es eine nützliche Waffe, die wir selber auch einsetzen können. Können, wollen, möchten. Man weiß es nicht. Und da gibt es nur eins. Wir schauen einfach mal nach. Momentchen. Momentchen. Das ist ja gar nicht gut. Ey Mann, was soll dieser Bullshit? Ey, ich verstehe das nicht. Kann man diese... Kann man diese Markierung wegnehmen, Alter? Wieso kann ich diese Markierung nicht wieder wegnehmen? Nein, das gibt's nicht. Ja, das ist ja sehr gut, ne?
Das ist ja wieder mal super. So, es scheint so, als würde es jetzt wieder das Ziel anzeigen. Ah, halt die Fresse, Mann. Gut, dann laufen wir einfach mal dahin. Und dann schauen wir, was uns erwartet unterwegs. Und danach, wenn wir das erledigt haben, werden wir natürlich uns zu den Dumbledores und Gandalfs aufmachen, beziehungsweise den Graubärten, und schauen, was die für uns so haben, weil wir so episch sind. Irgendwie. Oh, natürlich, das war der andere Knopf. Ich habe die ganze Zeit den falschen Knopf für diesen Schrei benutzt. Jetzt ist also einiges klar. Und hops. Und hops. Da fackelt irgendwas ab. Sollen wir vorbeischauen? Nicht, dass ich dann wieder in irgendeinen Quest verwickelt werde. Aber hey, wir haben doch keine Angst. Oh nein, wir werden da nicht vorbeischauen. Sind das die Riesen? Ho, 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 ho. Die Riesen müssen noch ein bisschen warten, bevor ich mich mit ihnen vergnüge. So dumm bin ich. Okay, was war das, ein Wolf oder war das ein Werwolf? Hoppa. Hoppa. Wow. Wow. Momentchen, Moment, Moment. So, jetzt. Bam. Bam. Wow. Da ist noch einer. Seele gefangen. Egal, komm, ich nehme die Wolfspilze mit. Und jetzt frage ich mich, was da mit diesen Seelen los ist. Was ist das? Seele gefangen? Seele gefangen. Wo denn? Gefüllt mit armseliger Seele. Gefüllt mit armseliger Seele. Seele, Seele, Seele. Oh, ich habe definitiv zu viel Wolfsfell dabei. Aber egal. Also das nächste Mal, wenn ich ein Wolfsgeheul höre, mache ich am besten meine Waffen direkt bereit. Was ist denn das? Habe ich schon wieder ein Dorf entdeckt oder was? Ein windiger Tag. Und meine Axt ist befleckt mit Blut. Wer ist denn das? Ich höre eine Stimme irgendwo in der Ferne. Aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber egal, solange uns niemand angreift, wollen wir auch nicht unnötig hier Ärger machen. Mein Ziel ist jetzt erstmal, diesen Eisenhand irgendwas Zweier blabla Bums da zu bergen. Denn ich glaube, das ist eine mächtige Waffe und das könnte nicht schaden für den weiteren Verlauf. Aber so wie es aussieht, muss ich da erstmal ziemlich weit laufen. Also ich glaube, in Zukunft werde ich den Fuchs einfach mal leben lassen, weil der irgendwie uns